Meine Damen und Herren, jetzt kriegen wir sicherlich hier einen Applaus für die deutschen Meister, Johannes Schöckler und Ingo Kindervater. Johannes, der erste Satz war wie richtig gut, oder? Ja, der erste, da lief wieder alles wie geschmiert und die anderen beiden waren noch nicht richtig im Spiel. Im zweiten Satz kam dann die erwartete Gegenwehr. Ich war so froh, dass wir jetzt im zweiten Satz beenden konnten. Ingo, wir haben gestern ja schon mal so ein Spiel gehabt. Wie kommt das? So im ersten Satz so ganz dominant und dann im zweiten. Heute habt ihr ja in zwei nach Hause gebracht, gestern in drei. Wie geht das? Also wenn man den ersten Satz so hoch gewinnt, wie wir es jetzt meistens auf dem Turnier gemacht haben, das hilft gar nicht unbedingt für die nächsten Sätze, weil man damit halt auch eine gesteigerte Erwartungshaltung an sich selbst aufbaut. Und wenn dann halt mehr Gegenwehr kommt, dann steigt halt auch der Stressfaktor bei uns. Und uns ist insgesamt so ein bisschen die geistige Frische vielleicht abgegangen jetzt nach der Asientour. Deswegen bin ich doch echt glücklich, dass wir die knappen Dinge jetzt auch noch vor uns zur Schalt kommen. Johannes, Blick nach vorn gerichtet. Was ist das Nahziel? Ja, das Nahziel ist in zwei Wochen ist die Team-EM. Ja, da wollen wir auf jeden Fall eine Medaille holen und die silberne wäre schön, die goldene wäre noch besser, mindestens Bronze. Also, ihr habt euch ganz schön unter Druck gesetzt. Und Ingo, das Fernziel, du bist ja so der Leader im Team sozusagen, hast da die meisten Titel. Was ist das Fernziel? Also, ist Olympia ist schon klar im Fokus, oder? Ja, sicherlich. Ich habe das Jahr 2008 denkbar knapp verpasst. So die anderen Ziele, die ich mir vor meiner Karriere mal gesteckt hatte, die habe ich längst mindestens erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Und Olympia ist so das, was mir noch fehlt. Das ist das große Ziel, was wir unbedingt haben. Ja, dann wünschen wir den beiden viel Glück, nicht nur bei der EM, sondern auch bei der WM und vielleicht dann ja auch bei Olympia. Und zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch Ingo Kindervater und Johannes Schöckler.